So, mal sehen, ob ich dann gleich noch ein Thema finde oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich habe hier noch ein paar, aber ich will die jetzt nicht alle schon aufbrauchen. Na gut, aber eigentlich, dazu sind sie ja da, dass man sie anspricht, ne? Ich will sie ja auch nicht mehr ewig hier liegen haben. Aber bei manchen Themen habe ich halt auch mal keine Lust drauf, die anzusprechen. Da will ich dann immer erstmal noch abwarten. Aber ich würde sagen, ich kann mal über eine Sache reden. Und zwar Minecraft Legend Awakening ist ja jetzt gestartet. Und das wollte ich auf jeden Fall mal ansprechen hier auf dem Kanal. Denn das ist auch wieder so ein ziemlich großes Projekt auf jeden Fall von G-Time, was man auf jeden Fall mal ansprechen kann. Legend Rise of the Phoenix hatte ich damals, glaube ich, nicht angesprochen. Aber jetzt das Legend, da lohnt sich's auf jeden Fall. Weil das ist diesmal um einiges größer und beinhaltet auf jeden Fall noch mehr Sachen. Und da kommen ja auch immer noch fortlaufend Sachen hinzu und Updates und so weiter. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was daraus so wird. Und ja, es läuft jetzt schon seit einem Monat, aber ich gucke erst seit ein paar Tagen die Folgen, weil ich die ganze Zeit keine Zeit dafür hatte. Ja, weil ich habe nämlich noch Novus geguckt, wo ich auch noch einen Monat hinterher hing. Und da habe ich das erstmal geguckt und jetzt bin ich damit fertig, so einigermaßen. Und da muss ich jetzt eben, oder kann ich eben erst jetzt dann Legend gucken. Und ja, Minecraft Legends ist auf jeden Fall ein ganz cooles Projekt. Und ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ich habe damals schon mal von G-Time die Folgen gesehen und der kümmert sich ja echt krass um den Server und ist auf jeden Fall so sein Herzensprojekt. Und es wird ja auch noch Ende des Jahres dann irgendwann Legend Online geben. Jetzt ist ja noch Legend Awakening und Legend Online wird dann irgendwie noch die nächste Stufe davon. Da bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man dann einfach so auf den Server kann, ohne sich das zu kaufen, wie es derzeit ist, per 5 Euro. Muss ja bezahlen. Ich weiß nicht, wie es dann wird. Vielleicht kann man dann einfach so auf den Server wie auf irgendwie Gomme oder so. Weiß ich nicht genau. Aber naja, das kann man natürlich nicht so voraussagen. Da muss man dann mal das Ganze verfolgen. Und das war ja eigentlich schon für Februar oder so angesehen, Legend Online. Wurde aber jetzt nochmal verschoben. Man merkt auf jeden Fall bei Legend immer wieder, wie die wirklich auf Qualität setzen und wirklich viele Sachen sich um Wochen und Monate verschieben, weil sie wirklich noch sehr viel Arbeit da reinstecken müssen. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich krass, muss ich ja sagen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch so aus Legend wird. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, muss ich ja sagen. Und ich bin mal gespannt. Es kam jetzt hier dieser UTC-Modus, also Uncaptured irgendwas. Und dann als nächstes kommt dann irgendwie Kev's Klamm oder so. Ich weiß nicht, ob das schon da ist. Ich hoffe mal schon. Ich habe jetzt die Folgen, die neuesten, noch nicht gesehen. Ich hänge halt jetzt noch 3 Wochen hinterher. Oder noch länger. 3,5 Wochen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und, ja, da zu der Zeit war Kev's Klamm noch nicht da, obwohl es schon, eigentlich fast gekommen sein sollte. Und es hat sich dann irgendwie noch ein bisschen verschoben. Naja, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das noch so wird. So. Ja, und ansonsten Minecraft Legend auf jeden Fall eine Empfehlung. Die YouTuber, die da mitmachen, sind ja eigentlich fast alle in Craft Attack, bis auf die Freundin von Skate, also Aluina. Die hat, glaube ich, erst 6000 Abonnenten, die ist jetzt eh nicht so bekannt. Aber naja, die ganzen anderen YouTuber sind alle in Craft Attack auch. Wie zum Beispiel Wolfins, Manuelsen. Oder ja, hier Kunga, keine Ahnung. Klüm, Skate, Spark of Phoenix. Zinus, genau. Der war ja auch schon in Rise of the Phoenix Legend dabei. JB war ja damals auch dabei, aber jetzt nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Aber der macht ja eh irgendwie nichts mehr. Da ist irgendwie viel zu voll geworden, keine Ahnung. Weiß nicht, was mit dem ist. Der hat in Craft Attack 4 drei Folgen gemacht und dann war Schluss. So richtig dumm einfach. Hätte ich mir schon mal ein bisschen mehr gewünscht. So. Zack. Dann hier. So. Ja, da gucken wir einfach mal. Ich habe jetzt irgendwie. Warum habe ich jetzt wieder so eine lange Redepause drin, Alter? Ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen was zu Legend sagen. Naja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich kann jetzt noch nicht so viel vom Projekt sagen.
Es ist ja wieder das mit den Fraktionen und ich finde es eigentlich ganz cool, wie sie das mit dem Roleplay dort auch umsetzen. Und ich würde auf jeden Fall auch mal gerne mitmachen, so habe ich mir auch mal gedacht. Die haben ja jetzt auch Blutsplitter eingefügt und Gold als Währung. Das war ja vorher alles anders, da gab es ja noch andere Währungen und alles. Naja, ist auf jeden Fall um einiges professioneller geworden im Vergleich zum letzten Mal und schlägt auf jeden Fall ein. Aber irgendwie finde ich immer, dass es auf YouTube zu wenig gemacht wird. Also Legend als Server wird immer richtig groß aufgezogen und eigentlich auch viel gespielt. Aber die ganzen YouTuber, die da drin sind, die machen einfach kaum Videos dazu. Die machen 5 Folgen und dann sind sie fertig. Ich verstehe das nicht. Das war beim letzten Legend schon genauso. Und das wird jetzt wieder so. Also die meisten YouTuber haben wirklich kaum Videos davon hochgeladen. Spark hatte damals die meisten mit 72 Folgen. Ah nee, die meisten hatte Zinus mit 108. Der hat echt viel gemacht dort. Aber alle anderen YouTuber, wie zum Beispiel Klüm damals auch, hatte auch nur 12. JB hatte, glaube ich, 10. Kunga irgendwie auch nur wenig. Und ja, keine Ahnung. Die sind halt alle übelst inaktiv, die ganzen Leute. Und das verstehe ich halt nicht, warum die dann so schnell wieder aufhören. Xander hat dann auch schnell aufgehört und jetzt halt auch schon wieder. Und das verstehe ich halt nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass jetzt innerhalb von den 3 Wochen, die das Projekt schon läuft, oder 4, sind jetzt irgendwie schon wirklich, keine Ahnung, die meisten YouTuber schon wieder ausgestiegen oder beziehungsweise sehr, sehr inaktiv geworden und bringen nur noch sehr seltene Folge, was ich halt sehr, sehr schade finde. Ja, und ich weiß halt nicht, ob das nochmal irgendwie besser wird, ob dann die Leute nochmal sagen, okay, wir raffen uns nochmal auf. Aber keine Ahnung, ich glaube, es liegt auch einfach an Craft Attack. Ich weiß nicht, wie es damals war. Damals lief ja, es liefen damals im, nebenbei noch. Ich glaube, Minecraft Mark und sowas, ne? Das war damals noch. Und noch irgendwas? Eigentlich nicht viel, ne? Damals so, 2015 im April, wo das so anlief, und dann im Mai, Juni, ja gut, da war nur Minecraft Mark noch. Und ja, habe ich halt auch nicht verstanden, warum da so viele wieder aufgehört haben. Die meisten waren ja auch gar nicht in Mark, die dann aufgehört haben und keine Ahnung. Also ist dann echt immer schade, wie sowas passiert. Ja, jetzt liegt es wirklich an Craft Attack wahrscheinlich, weil die meisten YouTuber halt auch, oder alle eigentlich fast, Craft Attack auch bringen. Und das natürlich auch nicht vernachlässigen wollen, und da bleibt Legend ganz schön auf der Strecke, wie man merkt. Die einzigen, die zurzeit noch was hochladen, sind Klüm hin und wieder mal, Zinus hin und wieder mal und ja, G-Time jeden Tag. Der ist auf jeden Fall der einzige Aktive dort. Und alle anderen haben irgendwie schon wieder aufgehört. Skeld will auch noch weitermachen, aber das erst in einem Monat oder so, weil er jetzt erstmal eine Pause macht auf YouTube und ja, weniger Videos macht erstmal. Und ja, dann geht's eben erst. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal so einen krassen Spielmodus released gibt und dann vielleicht nochmal alle zurückkommen. Das wäre natürlich schön. Aber irgendwie haben die alle keine Motivation. Ich weiß auch nicht wieso. Und das finde ich halt immer schade bei Legend. Ja, also muss ich ja sagen, ich weiß nicht. Es war ja damals auch schon so, es gab ja schon 2 Legends, ne? Einmal das Rise of the Phoenix und davor noch, wie hieß das? Einfach nur Legend, glaube. Das war so der Anfang. Und das ist ja dann irgendwie alles kaputt gegangen. Da wurden dann die Server irgendwie gecrashed oder was weiß ich. Und die mussten dann alles nochmal neu aufsetzen. Und deswegen gab es dann Rise of the Phoenix. Und ja, das war halt so ein bisschen kompliziert damals. Naja, auf jeden Fall ist da auch schon nicht so viel los gewesen. Also da haben die Leute auch dann schon aufgehört. Und das lag nicht daran, dass der Server dann down war, sondern die haben schon vorher dann alle schon richtig inaktiv nur gespielt und keine Ahnung. Und das verstehe ich halt immer nicht, ne? Man geht in ein Projekt, um dann 3 Folgen zu machen. Das ist halt echt doof und kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn ich bei irgendwelchen YouTuber-Projekten mitmache, wenn es nicht Varo ist, ne, da kann man es ja nicht beeinflussen. Aber wenn ich da mitmache irgendwo, mache ich da eigentlich immer irgendwie richtig viele Folgen und nicht nur irgendwie ein paar. Und wenn es dann zu Ende ist, dann sag ich's auch, ja, so gehört sich das einfach. Und nicht so, ja, nee, hier ist mir egal, ne? Also das mache ich wirklich nie. Ich guck dann immer, dass ich dann wirklich die Informationen rausgebe, okay, kommen keine Folgen mehr.
Und ja, dann ist das ja auch gut. Aber nicht einfach so inaktiv werden und das einschlafen lassen, so in der Hoffnung, dass es keiner merkt und keiner nachfragt, ne? Ich meine, irgendwer fragt dann sowieso immer nach. Der Plan geht eh nicht auf. Ja, und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und das wollte ich eben nur noch mal gesagt haben. Genauso ist das immer bei Craft Attack, ne? Da ist es auch immer so, dass dann am Ende wirklich keiner mehr was zu sagt und die alle aufhören, ohne irgendwie was zu sagen und einfach inaktiv sind. Und dann irgendwie nur so zwei, drei Leute sagen, okay, jetzt ich hab das beendet. Und der Rest so, ja, was ist sie jetzt? Also fragt man sich als Zuschauer. Ja, und das ist halt immer scheiße. Wenn das immer so untransparent gestalten, ey. Das kotzt einen an. Naja, und was gibt's noch so? Ich weiß nicht, also einmal Craft Attack. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja, genau. Es sind ja ne zwei neue Spieler in Craft Attack 4 jetzt auch. Und zwar Debitor und Gomme. Hätte ich ja nicht gedacht, dass Gomme da mitmacht. Also bei Craft Attack, hui. Dachte ich mir so. Aber gut, denen geht's auch hauptsächlich ums Roleplay. Und da hat sich jetzt eine neue Schiene entwickelt, neben der Allianz, also der Stadt in Craft Attack und der Rebellion als Gegenfraktion. Da hat sich ja jetzt noch das gute alte Dingens erhoben, oder so eine, wie hießen die? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das nochmal so ein Zusammenschluss aus Gomme, Debitor und Dehner. Und Dehner ist jetzt auch wieder aktiv geworden, nachdem er irgendwie 1,5 Monate inaktiv war. Oder einen Monat. Weil er Yavaro gespielt hat die ganze Zeit. Und ja. Die machen halt jetzt ein bisschen Roleplay. Ich habe mir die Folgen noch nicht angeguckt, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen doof, dass Craft Attack so als Roleplay-Projekt ausgeschlachtet wird. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen schade. Das hätte man eigentlich. Das passt eigentlich gar nicht. Legend zum Beispiel passt da viel, viel besser als Roleplay-Projekt so. Aber Craft Attack meiner Meinung nach nicht. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und vielleicht, oder bestimmt werde ich am Ende von Craft Attack oder davor nochmal irgendwann darüber sprechen und nochmal erzählen, so ein kleines Feedback geben, wie Craft Attack mir so gefallen hat, diese Staffel. Bis jetzt läuft es auf jeden Fall ziemlich gut und ja, kommt gut an. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, wie es zurzeit ist und gucke eigentlich gerne Craft Attack. Ja, auch wenn es ein bisschen weniger Roleplay sein könnte. Ich meine, Trolls und Bauen war immer Craft Attack und jetzt ist so viel Roleplay reingekommen. Und das finde ich halt ein bisschen übertrieben, ne? Naja, ich weiß auch nicht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich kann da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ja. Bei Craft Attack hänge ich ja auch noch eine Woche hinterher. Ich weiß nicht, wann ich das mal wieder alles ausgleichen will. Also ich bin auf jeden Fall dran zurzeit, da die Videos zu gucken und komme auch voran. Aber so richtig irgendwie noch nicht. Und ich hätte mal gerne, dass ich wieder so richtig viel, also so richtig auf dem aktuellsten Stand bin. Also bei Tube Clash einerseits, dann bei Craft Attack und natürlich bei Legend auch am besten. Das wäre mal wieder so mein Wunsch. Und bei Gronkh auch noch. Da bin ich auch noch 10 Tage hinterher. Bei Gronkhs Let's Play, Life in the Woods. Da gucke ich schon immer auf 1,5-facher Geschwindigkeit, dass es nur 20 Minuten dauert. Weil die 30 Minuten, das geht einfach überhaupt nicht. Kannst du dir nicht angucken. 20 ist da schon mehr als ausreichend. Eigentlich wären 15 Minuten noch besser. Aber Gronkh will ja unbedingt 30 Minuten machen. Finde ich da ein bisschen doof. Naja, das muss ich auf jeden Fall auch noch gucken. Und ich hänge ganz schön nach, muss ich ja sagen. Also da muss ich mal hier ein bisschen Gas geben wieder. Naja, gut. So viel erstmal zu diesen YouTube-Sachen. Ich denke mal, es wird jetzt auch wieder ein paar andere Themen geben. Mal gucken.